Wenn wir uns die Sache ansehen, was dort gerade abläuft in China, können wir uns relativ sicher sein, dass es hier nicht um Corona geht. Und Sie merken das auch daran, dass beispielsweise die No-Covid-Bubble in Deutschland im Augenblick ja sehr geflissentlich bedacht ist, zu erzählen, ja, das ist ja was ganz anderes, das, was die in China machen, das ist ja Zero-Covid, das hat ja mit unserem No-Covid überhaupt gar nichts zu tun. Und daran merken Sie schon, dass hier gerade etwas unterwegs ist, wo selbst sozusagen die radikalsten Vertreter, die bei uns so unterwegs sind, selbst die sagen, also das geht gerade irgendwie zu weit, ja, das geht um irgendwas anderes. Ich glaube, was die wahrscheinlichste Interpretation der Sache ist, dass das in Wahrheit Sanktionen gegen den Westen sind. Also, was dort unter dem Deckmantel der Covid-Bekämpfung passiert, ist mit Sicherheit eine Maßnahme so, dass bei uns eben tatsächlich weniger Waren ankommen. Wenn du den vollständigen Beitrag sehen willst, dann schau einfach auf unseren Kanal. Dein Team von Finanztalk TV.